Ah, okay, Freunde, falls ihr gerade gar nicht mitbekommen habt, was wir jetzt machen. Basti und ich haben uns jetzt verabredet zum Schlag den Star-Abend. Das heißt, Basti und ich werden jetzt gleich Schlag den Star spielen. Keine Ahnung, wahrscheinlich mal wieder ein Fofi-Einsatz oder so. Mal gucken. Okay, Bro. Aber jetzt scheiß mal auf mögen oder nicht mögen. Jetzt geht's jetzt mal ums Eingemachte. Jetzt geht's ums Eingemachte, Digga. Oha. Hey, Leute. My game, Freunde, let's go. Okay, wir müssen einfach nur in der richtigen, im richtigen Moment einfach den Button drücken. Bin ich rechts oder links? Ich bin rechts, ne? Bin links. So ist es er. Nice. Oh mein Gott. Let's go. Weil ich die Steuerung nicht ganz gerafft habe, Alter. Nur deswegen kann er gewinnen. Oh, mein Sack kribbelt. Oh. No, Bruder. Oh, das ist nicht geil. Nice, aber wir haben den. Okay, wir haben den ersten Punkt-Chat. Well, I can fight this feeling anymore. Man kann da jetzt auch mal wissen. Das Sparschwein. Okay, das ist ein Spiel für Männer. Das ist ein Spiel für mich. Warte, bin ich gerade dran? Nee, ne? Nee, du. Ja, das bin ich. Also, das ist übrigens, wie nennt man das so, K.O.-mäßig. Also, wenn einer verkackt und der andere schafft, dann hat man gewonnen. Genau, Sudden Death. Ja, Basti hat ein Dutzend gefunden, lol. Nee, das musst du besser. Erklär mal bitte. Wie ist der stuck gewesen? Okay. Der war ja nicht von da! Basti, shut up! Wo wolltest du das reinmachen? Wolltest du ihm irgendwie so einen Schenkel abschneiden oder wolltest du ihn in die Mitte treffen? Schöne man Fingernägel. Man muss halt auch den Wind mitberechnen. Oh, Digga, der war mal gezittert. Knapp. Ja. Gezittert. Boom! Phänomenal! Ah! Das hast du noch nicht so richtig. So muss das sein. Ein Sieg ist eine verhinderte Niederlage. Was? Wait, was? Digga, wir haben dafür damals 50 Euro ausgegeben. Ja. 50 Euro. Okay, tun wir einfach mal so, als hätte Kevin das Loch getroffen. Wow. Achso, ich hab den Punkt bekommen. Ich dachte du. Ja, dann scheiß nein, auf. Ja. Achso, er rafft sie. Ich hab's nicht gecheckt. Oh mein Gott, ey. Easy clap. Aber weiter geht's. Oh nein, Bro. Es sind wirklich die letzten Rotz-Games. Ey. Oh nein. Also, wir müssen quasi die Töne zählen. Und das ist ultra skraft. Wir hassen dieses Game. Könnt ihr mal mitmachen. Ja. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Waren's 5? Ich muss für dich... muss mir sagen, was ich da... Ja, mach 5. Ich hatte 6. Oh nee, ja, das war's dann an der Stelle, Bruder. Jemand scheint 7, 3, 6. 6, oder? Ja, kann auch 5 sein. Ja! Richtig! Oh, okay. Bam, Alter, let's go! Machen wir mal weiter. Bei ihm wachsen einfach Ohren. Lock 12 ein. Jo, bitte, ich kann nichts machen, wenn's noch nicht da ist. Er sagt's richtig überfallen. 12, lock 12 ein. Komm, bitte sei 12. Ich hab 12 gezählt, aber ich hab überlegt, ob ich 13 machen soll. Er ist 13. Klasse. Nein! Boom! Boah, Alter, das erste Mal, dass irgendwer rasiert hat. No joke. Das erste Mal, dass irgendwer irgendwas gerissen hat in dem Game von uns. Heilige Scheiße, was für ein Schmutzspiel. Bald hast du deinen Gegner eingeholt. Kevin. Ja, war gut. Also, ich hasse das Game echt sehr. Same, same. Ah, Säckchen! Säckchen! Ja, du weißt nicht, wie die Games heißen, ne? Säckchen! Säckchen! Juhu! Erstmal wieder drei Menschen. Danke, Fati! Okay, let's go. Ich hab Bock. Säckchen. Alter, let's fucking go, bro. Ja, jetzt kommen auch die guten Games. Quiz ist auch ein gutes Glück. Game. Ja, safe. Es ist halt ziemlich gut, dass wir die ganzen Shit-Games am Anfang hatten. Ja, meinte ich ja. Ist auch eine 9, oder? Eine. Ach, du hast eine 8 gemacht, achso. Okay, nice, stark. Let's go. Let's go, nehmen wir. Warum ist Basti so toxic? Weil er Minecraft gespielt hat heute. Das macht ihn immer mehr. Also, eventuell, du bist gerade im falschen Chat. Also, der Typ, der die ganze Zeit rumbeleidigt, ist Kevin. Oha. Hey, ich bin voll nett die ganze Zeit. Ich hab nicht mal was gesagt. Mich toxisch zu nennen, das geht nicht mal. Basti ist heute so toxic, holy shit. Basti, sei mal ein bisschen lieb, alright? Mein Stream ist family friendly. Ja, ich hab 4000 Subs gedroppt, deswegen. Das sind wertvolle Punkte. Yo! Was? Holy shit! Am besten alles Gute! Es ist dein Geburtstag, feiern den ganzen Tag, wir wissen, du hast es gerade gerade. Basti, wir wissen, wir haben unsere Differenzen. Basti, wir wissen, was du. Oh shit, du. Coole Schwimmflossen, by the way. Fällt mir jetzt erst auf. Den Grip. Das Motormagazin, wa? Ui. Na, für den neuen. Den neuen? Jetzt ist stechen. Ja! Oh mein Gott, shut up!
Nein! Wait, what? Warte, ich hab die 9 bekommen, aber ich hab's nicht. Nein, das ist nicht dein Ernst. Ich hab's bekommen! Ich hab die 3 noch mitbekommen. Junge! Oh mein Gott! Bro! Dude, was ist passiert? Holy shit! Kannst du diesen Vorsprung auch ins Ziel Wow! Lassen? Das war das beste Säckchen ever, dude. Holy fuck. Okay, Freunde, ihr kennt Blamieren oder Kassieren. Im Grunde sind es einfach nur Fragen und Antworten. Also Quiz einfach. Wow, Junge, das war ein heftiges Säckchen. Das war super spannend, aber Alter, war das insane. Zeigt, was ihr könnt. Ja. Dann GG, Buddy. Welche Farbe hat Aquamarin? Blau. Korrekt ist hellblau. Mir gedacht, das wäre so jetzt am Ende noch so eine Fun, so mäßig. Boah, so, es wäre heftig gewesen, wenn es so hellblau oder dunkelblau gewesen wäre. Digga, du hattest jetzt nur, du hast mir die 9 weg. Nee, warte, was hast du gemacht? Du hast einfach auf der 3 bist du gelandet. Ich habe die 9 bekommen und die 3. Ich habe 9 und 3 gleichzeitig genommen. Ja, die Odds. Was ist ein Metronom? Mann, und kriege ich mal bitte auf. So ein Instrumentsding, wie heißt das? Taktgeber, genau. Digga, gepflegter Mann. Pariser Uber. Die richtige Antwort lautet: Taktgeber für Musiker. In welchem Haus wohnt Harry Potter in Hogwarts? Mann, warum kriegst du das? Ach du Scheiße, Dicker. Ich dachte jetzt, dass er da bei seinen komischen Großeltern da gewohnt hat oder was das war. Ja, Digga, keiner Gryffindor? Digga, bitte, du ratest. Ich weiß nicht, was ist das, wo war? Richtig ist Gryffindor. Oh, cool. Digga, du weißt nicht, dass Harry Potter ein Gryffindor? Nein, Dicker, ich hab die Scheiße noch nie gesehen. Easy, Bro. Stell dich vor, ihr seid Basti, du, jetzt in dem Moment. Und stell dir vor, ihr Deutsche den ganzen Tag an so einer Minecraft-Challenge rumgestruggelt. Welche Lautmalerei beschreibt ein Niesen? Warum drücke ich? Ach so. Hä? Ja, Hachi, what the fuck? Korrekt ist Hachi. Stell dir vor, ihr seid einfach Basti und ihr habt einfach den ganzen Tag heute in der Minecraft-Challenge gechoked. Macht jetzt das hier, ist muted, Bro. Macht jetzt das hier und spielt danach die Minecraft-Challenge weiter einfach. Ja, moin. Achtung, es geht weiter. Wer stellte 2007 das iPhone vor? Steve Jobs wahrscheinlich. Steffen Job. Alter Junge, Steffen Job. Dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Bämst du? Sei mal ehrlich. Nein, hä? Ich beantworte die Fragen. What the fuck? In welcher Stadt findet die Oscar-Verleihung statt? Muss ich raten, wahrscheinlich Los Angeles. Hier ist die richtige Antwort. Los Angeles. Yo, GG, wa? Weiter so. Das liegt ja wie am... Ich kass hier gleich noch so hart Karma, Bro. Ich werde Basti holst noch, dude. Aber ist egal, für den Moment ich enjoy es. Souverän an der Spitze. Jo, Baba. Weiter so. Kevin. Nächstes Spiel, sagst du. Wenn jetzt dieses Wasserspritzding kommt. Spiel 12. Okay, Basti, viel Spaß, Bro. Basti hasst dieses Game so sehr. Ich bin übertilt wegen dieser Minecraft-Challenge. Das ist so alles im Hinterkopf. So, ich muss diese geschafft haben, wirklich. Alles cool. Und Bro, aber ich will dich nicht provozieren oder irgendwas. Ich sag einfach nur lustige Sachen. Ja, ich bin sonst resistent dagegen. Heute nicht, heute. Ich küsse deine Augen, Buddy. Dicker, du musst die Dinger aber nach rechts bringen. Ja, ich will eigentlich jetzt gerade beenden, weil du hast gewonnen, Bruder. Ich gratuliere dir. Nein, Nein, ist vorbei. Nein, komm on. Nein, Bruder. Alles gut. Wirklich. Ey, wirklich, du hast heute richtig gut gespielt. Nein, come on. Hä, wenn ich das Game gewonnen habe, dann ist es doch nicht vorbei. Ja. Komm, Bro, Mann, ich hab so gut vorgelegt. Du musst den roten auf das schwarze legen. Wir machen es zusammen. Ja, Bruder, ich hatte das vorhin. Ich hatte es fast. Jetzt das Gelbe in die Mitte, dann das Rote da drauf. Ja, guck mal, das hatte ich gerade. Nein, das Rote darauf, genau. Dann das Grüne auf die. Ist falsch sogar, oder? Ja, genau so hatte ich es. Und jetzt. So, jetzt sorry, das Grüne muss auf jeden Fall in der Mitte sein, dann. Ja, das Grüne muss in die Mitte sein. Du musst das Rote dann auf das Grüne machen? Ja, und dann. Und dann das Gelbe auf das Blaue, das Rote auf das Gelbe und dann das Grüne in die Mitte. Ja, das. Und dann das Rote, das Schwarze, das Gelbe auf dem Screen. Kevin, ich weiß es. Okay, chill. Sie sehen loose aus. Tralalala. Sie sehen loose aus. Tralalalala. Corona. Oh. Ach, Bro, Real Talk. Ich weiß, Basti, du hast es gerade, aber no joke. Ich lieb's, wenn du sauer bist, wirklich. Wenn du tilt bist, ist das Beste auf der Welt, dude. So, weißt du? Jetzt fehlt nur noch, dass unten meine Fußcam angeht. Auf einmal Szene gewechselt, auf einmal ich lieg nicht, weißt du? Ich lieg nicht, wie ich unter den Tischtasten suche, wie so ein Idiot. Das wäre der coolste Weg, sich zu liegen, einfach, ich schwör. Digga, ich kann Bewerbungsschreiben machen, Ausbildung, Maurer, Maler und Lackierer machen. 1-2 netto im Monat, Attacke. Ich werde trotzdem Schlag den Star gegen dich spielen und er einfach Subs giften müssen. Oh mein Gott, Bro. 1-2 netto im Monat, auf geht's. Oh mein Gott, Bro, ich kann nicht mehr.
Oh, shit, Junge. Souverän an der Spitze. Weiter so. Kevin. Also ich habe schon mal gegen dich gewonnen jetzt vor kurzem, aber da hatten wir eine kleine Runde nur gemacht. Hey Bro, GG, du warst no joke, ultra funny, Mann. Ja, war cool. Nee, war cool. Versuch dich ein bisschen zu resetten, halt. Nein, alles easy. Es geht mir um den Spaß in dem Game. Nein, Real Talk, es geht um den Spaß. Es war eine coole Session. Ist ja auch mal spannend, wenn es dann so ist. Wie er es gut redet.